Hier präsentieren wir dir die 5 beste Insektenhotels im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Dena Natura Insektenhotel Andrena. Im Bienenhotel Andrena, wie das Schild am Eingang verrät, sind die Plätze ständig kostenlos. Dank der unzähligen Bambusrohre sowie Holzscheiben mit Löchern wird jeder Wildnisser hier ihren Nistplatz entdecken. Der Nistkasten besteht aus Sperrholz und ist mit Produkten gefüllt, die besonders wilde Bienen sind. Die Bambusröhren laden einzelne Bienen zum Nest ein. Die produktiven Insekten sammeln Pollen und auch Nektar und tragen sie auch in die privaten Schläuche. Dazwischen legen sie ihre Eier. Wenn das Rohr fertig ist, ist es geschlossen. Die Entwicklung der Larven kann ein paar Wochen oder etwa ein Jahr dauern. Die Bienenlarven sind im Dena Wildbienenhotel Andrena bestens abgeschirmt. Der Nistkasten bringt wertvolle Bestäuber in ihren Hof und bietet ihnen und ihren Jugendlichen die Möglichkeit, einsame Sorten in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten. Nummer 4. Luxus Insektenhotels 22.625 E Eichenholz. Während weiche Nadelstellen eine extrem begrenzte Lebensdauer haben, wird an Eiche hart und belastbar gedacht. Nässe kann diese robuste Holzart selten beeinflussen. Das Landsitz Superior Modell ist nur einer von einer ganzen Reihe von erstklassigen Nistkästen. Es wurde sorgfältig aus europäischer Eiche gefertigt. Die Zinsen wurden für jedes Detail unten gezahlt. Das riesige Insektenresort verfügt über eine stabile Rückwand aus Massivholz, die mit 2 Bohrlöchern zum Aufhängen angeboten wird. Das schräge Dach lässt den Regen abfließen. Die beiden Dachgauben sehen nicht nur wunderbar aus, sie werden ebenfalls mit Öffnungen versorgt und können daher von den Schädlingen genutzt werden. Der Willkommenshinweis ist ein toller Hingucker und begrüßt die nagelneuen Bürger. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Navaris Insektenhotel aus Holz. Ausgewählte natürliche Materialien dienen als Füllprodukte für die 6 Räume. Ihr Haus ist gemacht, als ob jeder Bereich verschiedene Schädlinge anziehen. An der Spitze gibt es Holzspäne, die Urpickel anziehen. Unten stapeln sich Holz mit Bohrlöchern und auch Bambusrohre, die wild zum Nisten genutzt werden. Ganz unten befindet sich eine riesige Fläche, die mit Schmerzzapfen gefüllt ist. Diese werden als Unterschlupf für Marienkäfer und Spitzenflügel verwendet. Die holzverkleidete Kammer in der Mitte dient als Nistplatz für Schmetterlinge. Die Füllmaterialien sind komplett installiert. Auf den ersten Blick ist dies ein Vorteil, da es verhindert, dass sie herausfallen. Auf der anderen Seite haben sie nicht die Möglichkeit, schmutzige oder kaputte Teile auszutauschen. Nummer 2. Pearl Insektenhaus Insektenhotel Bausatz. Nehmen Sie sich etwas Zeit und richten Sie zusammen mit Ihren Kindern das Pearl Insektenhotel ein. Beschreiben Sie ihnen, dass Maurerbienen, Klöppel, Marienkäfer, Schmetterlinge, Bergmannswespen und viele andere Käfer dieses kleine Zuhause als Nistplatz sowie Unterschlupf nutzen. Für die Anordnung ist kein Expertenverständnis erforderlich. Sie müssen lediglich die detaillierten Anweisungen befolgen. Alle Aufstellmaterialien sowie Leim sowie Schleifpapier sind im Lieferumfang enthalten. Alles, was Sie brauchen, ist ein Hammer, ein Schraubendreher sowie eine Flachnasenzange. Auch ältere Jugendliche können das Insektenhotel selbst bauen. Bambusrohre, Holzstücke mit Öffnungen, Wunschkegel und auch Holzspräne sind als Ladematerial enthalten. Um sicherzustellen, dass Saugvögel nicht nutzen das Insektenhotel als Snackbar, können Sie die reduzierte Fläche mit dem bestehend aus Schnurnetz zu schützen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Royal Gardenia Bienenhotels Insektenhotel Marie. Wenn Sie keinen Garten haben, können Sie einfach Meise und Co. auf die Terrasse einladen. Mit blühenden Naturkräutern und lebendigen Wildblüten können Sie Ihren Außenbereich für Insekten attraktiv machen, egal wie winzig er ist. Die Mischung aus Farben und Düften erzeugt ebenfalls eine tolle Umgebung. Mit dem Insektenresort Marie verwenden Sie wilde wie auch andere Käfer eine freundliche Herberge, die Sie im täglichen Leben nicht stört. Sie können den kleinen Nistkasten aufstellen oder aufhängen und auch weiterhin Ihren Kaffee auf der Veranda aufwerten.
Die fleißigen Insekten werden nicht in ihre Methode gelangen. Mit etwas Glück können sie einige von ihnen genießen, die direkt in ihr neues Quartier umziehen. Das Insektenhotel Marie ist komplett eingerichtet. Es besteht aus einer Spitze und hat auch 6 Nistkammern, die mit Holzspänen, Bambus und Schmerzzapfen beladen sind, und auch einige sind mit Vogelschützern gesichert. Dieses Modell ist perfekt für Naturliebhaber mit wenig Platz und einem Kleid. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.